Einen schönen guten Abend nochmal von meiner Seite zum heutigen Chart-Webinar von Ayondo und Feingold Research mit Franz-Georg Wenner wieder. Wie üblich die nächsten 45, 50, sagen wir mal maximal 60 Minuten wollen wir uns heute beschäftigen, schwerpunktmäßig mit dem Thema Gold und Silber. Also die Edelmetall-Rohstoffe stehen heute mal im Blickpunkt und natürlich, wenn man über Gold und Silber spricht, dann auch die Frage damit verbunden, was machen eigentlich die Minenaktien? Soll man da jetzt noch reingehen? Was bedeutet es eigentlich, wenn ich in Minenaktien investiere? Denn da gibt es ein paar Besonderheiten mit zu berücksichtigen. Stichwort hier schon mal eingebauter Hebel, den die Minenaktien aufweisen. Was es damit auf sich hat, werde ich Ihnen dann in ein paar Minuten noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Natürlich der obligatorische Blick auf den Markt. Auch heute darf der natürlich nicht fehlen. Und jetzt habe ich hier irgendwo noch meine Oberfläche versteckt. Genau, da ist er auch schon. Dann schauen wir mal kurz, was der DAX in den vergangenen Tagen eigentlich so gemacht hat. Das Webinar vor einer Woche, am 3. seitdem muss man sagen, naja, ist nicht so wirklich viel passiert. Der DAX ein bisschen runtergegangen zunächst, hat aber dann ein höheres Hoch ausgebildet hier in den vergangenen Tagen und sich dann wieder mal erholt. Seit Freitag läuft so eine Erholungsbewegung. Heute haben wir uns über der 10.000er Marke gerettet. Sie wissen es, die 10.000 an sich, naja, steht sehr stark im medialen Fokus, aber so wirklich aus technischer Sicht entscheidend ist die 10.000 nicht. Was wir heute gesehen haben im Handelsverlauf, gerade so ab 12 Uhr kam also ein doch deutlicher Rücksetzer rein. Euro-Dollar hat sich auch so am späten Nachmittag mal wieder bis auf 1,14 hochgearbeitet. Sie sehen jetzt hier eine ganz kleine Kerze eigentlich. Also am Währungsmarkt hat sich die Situation in den vergangenen 4 Tagen doch merklich beruhigt, nachdem wir hier eine ziemlich volatile Phase gesehen haben, mit einem kurzen Anstieg auch mal hier über die 1,15er, da hatten wir ja in der vergangenen Woche drüber gesprochen. Was heute reingekommen ist, natürlich die laufende Berichtssaison. Naja, weiterhin sehr durchwachsen eigentlich als Zwischenfazit zu sehen ist. Heute ThyssenKrupp hat eine kleine Gewinnwarnung rausgegeben, musste also die Prognose für das Geschäftsjahr 2015-16 nach unten nehmen. München rückt ebenfalls auf den Rückzug. Damit setzt sich eigentlich so auch diese ganze Tendenz fort, die wir sowieso schon in den vergangenen Wochen gesehen haben in den USA, aber eben auch zum Beispiel bei den Unternehmen, die im Euro Stoxx 50 gelistet sind. Haben wir im Augenblick einen Gewinnrückgang im Jahresvergleich von rund 19%, einen Umsatzrückgang von 9%. Beim DAX ist es jetzt nicht ganz so kräftig. Gewinnrückgang im Augenblick bei den Unternehmen, die bisher berichtet haben, von rund 8%, Umsatzrückgang 3%. Das heißt also, insgesamt dominieren doch in den Bilanzen Minuszeichen. Das haben wir auch heute gesehen bei ThyssenKrupp und Münchener Rück. Natürlich hier zum Teil auch so ein paar Sondergeschichten drin. Bei der Münchener Rück eben auch Konzernumbau natürlich. Morgen kommen aber auch noch mal die Versorger mit dazu. Auch hier natürlich die Erwartungen inzwischen schon deutlich schlechter. Was ein bisschen besser läuft, und das sieht man ja auch in der Performance-Rangliste der Indizes im internationalen Vergleich sehr gut. Aktien aus der zweiten Reihe, also gerade aus dem MDAX, eine Arealbank, heute einer der stärksten Gewinner mit 9%, eine Hannover Rück. Ebenfalls noch besser hat sie sich geschlagen als eine Münchener Rück. Kali und Salz war auch gar nicht mal so übel gewesen, was die gemeldet haben. Es lag zumindest mal über den Konsensschätzungen der Analysten. Also von daher auch hier den MDAX weiterhin beobachten. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, der zeigt auf jeden Fall zeigt seit Jahresbeginn schon relative Stärke gegenüber dem MDAX. Ganz klar natürlich eine hohe Outperformance gegenüber den TechDAX-Aktien, die ja auch von der Bewertung her noch wesentlich sportlicher im Augenblick unterwegs sind. Also nicht nur auf den DAX schauen, auch mal auf den MDAX einen Seitenblick drauf richten, beziehungsweise auf die Unternehmen, die da Zahlen vorgelegt haben. Wenn da die Unternehmensbilanzen durchweg mal ganz gut ausfallen, dann führt das zumindest mal noch zu kräftigen Gewinnen. Wer hingegen enttäuscht, gerade in dem aktuellen Marktumfeld, der muss dann schon sich warm anziehen und wird dafür dann auch meistens abgestraft. Abgestraft, nochmal so ein kurzer Seitenhieb auch, beziehungsweise Blick in den Rückspiegel auf die Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche. Sind inzwischen eigentlich schon kalter Kaffee, aber ich möchte nochmal auf eine kleine Besonderheit hinweisen.
Ja, sehen Sie hier die Entwicklung am amerikanischen Arbeitsmarkt. Die neu geschaffenen Stellen waren ja im April mit 160.000 deutlich unter den Konsensschätzungen gewesen. Jetzt fällt also auch schon hier dieser 3-Monats-Durchschnitt, sind wir hier in dieser blauen Linie dargestellt. Das heißt also auch so ein mittelfristiger Trend, sage ich mal, am amerikanischen Aktienmarkt ist eher abwärts gerichtet. Grundsätzlich aber befinden wir uns hier weiterhin eigentlich in so einem großen, ja, Dreieck, Rechteck, natürlich Rechteck, nicht Dreieck, Rechteck, wo es immer mal wieder zu Ausreißern nach oben und unten kommt, aber die neu geschaffenen Stellen sind jetzt nicht so dramatisch zurückgegangen, als das jetzt ein großes Warnsignal wäre. Gleichwohl, wenn man sich mal anschaut, was am Terminmarkt jetzt inzwischen erwartet wird für die Zinsschritte der amerikanischen Notenbank, das ist ja immer wieder so ein Thema, was aufkocht und dann aber nicht so richtig mehr ja, am Leben gehalten wird, weil eben die Notenbanker nicht richtig nachlegen. Da sehen Sie hier die Entwicklung weiterhin ganz klar die Tendenz für die nächsten Sitzungen abwärts gerichtet. Das heißt also, die überwältigende Mehrheit inzwischen von 94% der Akteure an den Finanzmärkten geht davon aus, dass es im ersten Halbjahr 2016 keine Zinserhöhung mehr gibt. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Interessanter ist das schon hier zum Jahresende hin. Da gibt es immerhin noch für die Dezember-Sitzung der FED so eine Quote von 50%. Also hier ist noch keine klare Meinung im Augenblick gegeben. Aber zumindest mal so die Tendenz, dass es zum Jahresende vielleicht noch eine Zinserhöhung gibt. Es gibt auch einige Umfragen, sogar unter Analysten, die rechnen noch mit 2 bis 3 Zinserhöhungen, was wir hier auch bei Feingold Research als Quatsch eigentlich ganz klar abzitulieren. Es wird, wenn überhaupt, nur noch eine Zinserhöhung geben. Was könnte der Grund dafür sein, dass es eine Zinserhöhung gibt? Und das lieferten eben auch die Zahlen in der vergangenen Woche und deshalb gehe ich da kurz drauf ein. Das ist einfach die Entwicklung der Stundenlöhne. Das heißt also der Gesamtlöhne auch, die mit 0,7% relativ kräftig wieder gestiegen sind. Wenn man sich hier mal die Veränderungsrate anschaut, und zwar jetzt hier im Vergleich eben zum Vorjahr, dann sehen Sie, es sind da doch wieder in den Bereich des 2012er Hochs gestiegen. 0,7% ist das bei den Gesamtlöhnen. Wenn man sich jetzt nur die Stundenlöhne anschaut, haben wir einen Plus von 2,5%. Das deutet so ein bisschen vielleicht auch auf einen Wechsel am Arbeitsmarkt hin. Also eine Spätphase des Beschäftigungsausbaus ist ja meistens dadurch gekennzeichnet, dass immer weniger Beschäftigte überhaupt zur Verfügung stehen. Das heißt, es müssen höhere Löhne eben auch geschaffen werden, beziehungsweise höhere Löhne, ja, den Arbeit oder den willigen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt werden. Und dadurch steigt natürlich dann eben auch die Stundenlöhne an. Oder eben, es stehen nicht mehr genügend Arbeitskräfte zur Verfügung. Das heißt also nicht mehr genügend Arbeitnehmer mit einer ausreichenden Qualifikation. Und ja, dann auch müssen, oder dann kommt es eben auch zu dem Effekt, dass die Unternehmen mehr bezahlen müssen. Das heißt also, diese Entwicklung, die wir hier sehen, bei auf dem Bereich der Stundenlöhne, auch vor dem Hintergrund, dass vor allem die Rohstoffpreise im Jahresvergleich langsam doch ansteigen. Das war also hier diesen Basiseffekt, den wir immer gesehen haben, mit einer hohen Vergleichsrate im Vorjahr, der fällt jetzt immer weiter weg. Und wir haben sogar schon inzwischen die Tendenz, dass wir bei einigen Rohstoffen schon im Jahresvergleich leichte Zuwächse sehen. Dazu kommt eben die Entwicklung noch auf dem Arbeitsmarkt. Und das könnte eben doch die Notenbank langsam mal zum Jahresende vielleicht unter Zugzwang bringen, an der Zinsschraube noch einmal zu drehen. Also achten Sie nicht nur auf die Entwicklung der Anzahl der neu geschaffenen Stellen. Das sind ja sowieso alles halbwegs gefakte Zahlen, die mit der Realität wenig zu tun haben. Das Gleiche gilt auch für die Arbeitslosenquote von 5%. Diese Umfragen sind doch, naja, kann man sich auch fast schon würfeln. Aber diese Stundenlohnentwicklung, da gilt es doch ein Auge drauf zu behalten, ob die jetzt weiter zunimmt. Und wenn hier auch noch das Hoch von 2012 rausgenommen wird, dann hätte das natürlich auch entsprechende Auswirkungen eben auf die, ja, weitere Vorgehensweise der amerikanischen Notenbank. Damit kommen wir auch schon so ein bisschen in den Bereich rüber, ja, Zinsentwicklung, Inflationsentwicklung. Und das spielt natürlich gerade auch für die Edelmetalle eine große Rolle. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zum Beispiel jetzt das jüngste Interview von Albert Edwards, den Permabären der Société Générale, gelesen hat im Handelsblatt.
Der hatte ja auch gesagt, dass man zumindest mal am Aktienmarkt sehr vorsichtig sein sollte, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Seine DAX-Prognose liegt bei 3000 Punkten. Beim S&P 500 hat er auch eine ziemlich sportliche Zahl rausgenommen. Also auch hier kräftige Korrektur sieht er. Das ist für Albert Edwards jetzt nichts Ungewöhnliches. Allerdings muss man hier auch sagen, gerade was zum Beispiel eben seine Präferenzen angeht, wie er selbst Geld anlegt. Danach wurde er auch gefragt und da nennt er ganz klar Gold als einer der Favoriten. Grund ist hier zum Beispiel die Realzinsentwicklung, also der Zins abzüglich der Inflation. Wenn der noch weiter fällt, dann kommt ja auch ein wesentliches Argument nicht mehr zum Tragen. Wenn man jetzt hier mal auf die Einflussfaktoren beim Goldpreis drauf achtet, dann ist das hier der erste Punkt. Zinsen, Realzinsdifferenz ist ja ein wesentlicher Faktor für den Goldpreis. Und wenn man sich das mal anschaut, die Inflationsrate in den USA, zuletzt schon bei 3%, je nachdem, welche Kennzahlen man sich anguckt, liegt also schon, oder 2,3%, liegt schon über dem Zielband der amerikanischen Notenbank von 2%. Dann auf der anderen Seite haben wir eben die Entwicklung an den Anleihemärkten, die ja immer weiter in Richtung negative Renditen fallen. Im Minusbereich ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die deutschen Staatsanleihen, die 10-jährigen im Minusbereich drehen. Dann dürften irgendwann die amerikanischen nachziehen. Das heißt also, die Realzinsdifferenz wird dann ja, mit sich nicht mehr vorhanden sein. Das war ja auch immer das Argument gewesen. Gold wirft keine Zinsen ab. Das ist richtig. Aber wenn ich auch an den anderen Märkten keine Zinsen mehr bekomme, sondern sogar schon Strafzinsen zahlen muss, dann ist das natürlich ein ganz klares Argument für Gold. Und davon profitiert natürlich Gold auch. Und das ist auch einer der Gründe, warum Gold zum Beispiel und damit die Edelmetalle seit Jahresbeginn sich so gut entwickelt haben. Ein weiterer Punkt, und hier sind einfach mal alle Einflussfaktoren aufgelistet, die ich mir so spontan mal eingefallen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Gold investieren möchte, Sie kennen das ganz klar, der sichere Hafen Gold und die Edelmetalle wird immer wieder dann natürlich angesteuert, wenn es an den Aktienmärkten gerade zu größeren Verwerfungen kommt. Das sind natürlich auch die Währungsmärkte, die hier immer wieder aufgefüllt werden bzw. angesteuert. Das heißt, der japanische Yen ist hier zum Beispiel ein ganz guter Risikoindikator, den stehle ich hier auch immer wieder mal vor. Der Schweizer Franken wäre es auch noch, aber eben natürlich auch die Edelmetalle und hier vor allem natürlich Gold. Wir haben hier einen weiteren Punkt noch drin, das sind die Zu- und Abflüsse bei den Gold-ETFs. Das heißt also die Nachfrage natürlich nach Papiergold, hier natürlich auch ein wichtiger Punkt. Gerade die Gold-ETFs müssen natürlich, wenn sie hohe Kapitalzuflüsse aufweisen, auch dieses Gold dann letztlich nachkaufen, also physisch natürlich hinterlegen. Und das führt natürlich dann auch nochmal zu entsprechenden zusätzlicher Nachfrage nach Gold und treibt wiederum den Preis weiter nach oben. Wir haben Positionierungen am Terminmarkt, die man natürlich auch mal wieder so gerade in etwas kurzfristigeren Bereich, wenn man am Goldmarkt aktiv ist, mit berücksichtigen sollte. Ich habe hier mal die aktuelle Grafik mitgebracht, wie sich die Spekulanten bei Gold im Augenblick positioniert haben. Und Sie sehen es, die Netto-Long-Positionen derzeit extrem hoch. Also sind schon, haben schon fast das Rekordniveau vom Sommer 2011 erreicht. Und Sie sehen es, diese extreme Ausprägung, die man hier sieht, ist natürlich auch ein Risiko, wenn sehr viele spekulative Investoren bereits auf weiter steigende Goldpreise oder in die Richtung positioniert sind. Wer soll dann eben noch weiter Gold nachfragen? Beziehungsweise, naja, dann ist hier schon sehr viel natürlich auch vorweggenommen, gerade eben über den Terminmarkt. Also da können wir schon mal so ein bisschen ein kleines Fazit festhalten. Von der Zinsseite her sind die Perspektiven für Gold sicherlich gut und die werden sich sehr wahrscheinlich auch noch weiter verbessern. Vom Sentiment her muss man sagen, naja, wir hatten jetzt einen sehr turbulenten Jahresauftakt an den Aktienmärkten gesehen, aber wie der weitere Jahresverlauf ist, gerade wenn das Jahresauftakt so schlecht gewesen ist, dann ist es auch häufig schon mal vorgekommen, dass gerade so zum Jahresende hin auch nochmal, oder gerade so im Spätsommer etwas mehr Dynamik in die Kurse reinkommt, also auch vom Sentiment her zumindest mal neutral zu sehen.
Die Zuflüsse in den ETFs waren zuletzt wieder relativ hoch gewesen. Gerade in den letzten Wochen 40 Tonnen Zuflüsse wurden hier registriert. Damit wurden die Abflüsse aus dem April wieder mehr als wettgemacht. Die Positionierung am Terminmarkt, die ist im Augenblick eher negativ zu sehen, weil wir eben rekordhohe Positionierungen auf der Long-Seite sehen. Die physische Goldnachfrage ist weiterhin stabil, wenn man sich jetzt einfach mal die Goldmünzen anschaut. Die sind im Augenblick rund 3,5 Mal so viel gewesen im April wie im Vorjahr. Nach 4 Monaten ist gerade bei den US-Münzabsätzen das Niveau doppelt so hoch wie im Vergleich des Vorjahreszeitraums. Das heißt also, die Nachfrage gerade nach physischem Gold ist weiterhin sehr hoch im Jahr 2016 und das hält auch derzeit noch an. Der Schmuckindustrie gilt das natürlich auch, Zentralbanken kaufen ebenfalls, aber natürlich eben auch zum Beispiel Privatanleger oder eben auch größere Investmentbanken, die hier ebenfalls mit reingehen. Stimmung am Aktienmarkt hängt natürlich eng zusammen hier mit dem sicheren Hafen. Euro-US-Dollar ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Klar, die großen Rohstoffe und damit eben auch Gold oder Silber werden natürlich an den Weltmärkten in Dollar abgerechnet. Und hier ist natürlich dann ganz klar entscheidend, je günstiger hier das Wechselkursverhältnis ist, das heißt, je weniger Dollar ich bezahlen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel als Investor außerhalb des Euroraums agiere, je weniger Dollar ich für eine Feinunze Gold aufwenden muss, desto mehr Gold kaufe ich tendenziell. Das heißt also, mit der jüngsten Dollar-Abwertung habe ich hier natürlich dann auch auf der Rohstoffseite entsprechend einen positiven Impuls gesehen und deshalb entwickelten sich zuletzt auch die Rohstoffe relativ gut, weil eben der Dollar weltweit unter Druck gewesen ist. Last but not least, die Charttechnik natürlich ebenfalls bei der Einschätzung der Perspektiven für den Goldmarkt entscheidend und damit springen wir mal rüber. Ich sehe schon gerade, hier kommen gerade ein paar Fragen rein. Was ist eigentlich mit der DAX-Umfrage? Die DAX-Umfrage mache ich heute mal eher zum Ende hin, damit wir hier vor allen Dingen mal durchkommen mit dem Hauptthema, also den Edelmetallmärkten bzw. den Minenaktien. Aber die Umfrage zum DAX, die mache ich noch, keine Sorge. Ansonsten, falls ich sie doch noch vergessen sollte, so gegen 7:45, dann können Sie mir das einfach noch mal kurz reinschreiben. Gut, gehen wir mal rüber zur Charttechnik. Wie kann ich den Goldmarkt oder Gold einschätzen? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann direkt auf die Entwicklung des Goldkurses schauen. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann aber natürlich mir auch verschiedene Verhältniszahlen anschauen. Das heißt also, ist Gold zum Beispiel günstig im Vergleich zu anderen Assetklassen? Das habe ich hier einfach mal gemacht. Ich habe hier oben den S&P 500 abgetragen, hier unten drunter Gold und dann daraus das Ratio berechnet. Das heißt also, wie viele Unzen Gold muss ich aufwenden, um einen S&P 500 zu kaufen. Hört sich jetzt ein bisschen krumm an, aber letztlich geht es einfach nur darum, dass ich hier zum Beispiel den aktuellen Punktestand im S&P von 2080 Punkten durch 1260 Dollar je Feinunze dividiere und dann komme ich hier unten auf ein Verhältnis von 1,65. Wenn man sich das Ganze hier im langfristigen Vergleich einfach mal anschaut, dann muss man leider sagen, das ist jetzt keine extreme Positionierung. Wir hatten hier natürlich bei der Hossa am Aktienmarkt im Jahr 2000 einen ziemlichen Hochpunkt gesehen. Dort musste man mehr als 5 Unzen Gold aufwenden, um einen S&P 500 zu kaufen. Danach haben wir hier eine deutliche Aufwärtsbewegung beim Goldpreis gesehen, ja bis auf knapp 2000 Dollar je Feinunze. Entsprechend ging ja auch das Verhältnis deutlich zurück. Also zeitweise konnte man für eine Feinunze Gold auch einen S&P 500 kaufen. Im Augenblick, wie gesagt, 1,65. Wir befinden uns hier in einer Wohlfühlzone, möchte ich es mal nennen. Das heißt also, Gold ist im Verhältnis zum Aktienmarkt weder teuer noch günstig im Augenblick. Da lässt sich einfach keine klare Aussage derzeit treffen. Etwas anders sieht die Geschichte natürlich aus, wenn ich mir hier zwei Rohstoffe miteinander auf den Schirm hole. Also hier oben abgebildet Brentpreis, das heißt also letztlich der Ölmarkt ist hier repräsentiert. Hier unten drunter auch wieder ganz bekannt natürlich der Goldverlauf, beide natürlich in Dollar abgetragen. Und auch hier wieder das Ratioverhältnis im Augenblick bei knapp 28. Das heißt also, hier habe ich es jetzt diesmal umgedreht zum Verständnis. Hier muss ich jetzt 28 Fässer Öl kaufen, um eine Feinunze Gold zu erwerben.
Und auch hier natürlich wenig überraschend, der Goldpreis relativ gesehen eigentlich teuer. Liegt natürlich daran, dass wir hier diesen extremen Absturz beim Ölpreis gesehen haben. Also wenn man jetzt nur diese beiden Rohstoffe miteinander vergleichen würde, dann würde das eher darauf hindeuten, dass Gold zumindest mal eine Atempause einlegen sollte. Also Öl relativ gesehen, historisch gesehen vor allen Dingen auch, wenn Sie hier den langfristigen Chart sich anschauen, gegenüber Gold extrem unterbewertet ist und eigentlich der Ölpreis gegenüber Gold doch noch mal kräftiger aufholen sollte. Hängt aber ganz klar natürlich damit zusammen, dass wir hier beim Ölmarkt eine Sondersituation haben. Also diesen historischen Absturz, den wir hier seit Sommer 2014 gesehen haben, der führte natürlich jetzt zu massiven Verzerrungen auch, wenn man sich das anschaut. Das gilt es natürlich dabei mit zu berücksichtigen. Bleiben wir weiter beim Gold und eigentlich bei den Edelmetallen. Und das ist eigentlich hier das bekannteste Verhältnis. Wenn man sich das mal anschaut, und zwar Gold im Vergleich zu Silber. Das heißt also, welches dieser beiden Edelmetalle ist im Augenblick eher günstig oder teuer zueinander zu sehen? Und auch hier haben wir gerade so im historischen Vergleich immer wieder so Phasen gesehen, an denen es doch zu einer, ich würde mal sagen, Trendwende gekommen ist. Und das zeichne ich hier mal ein. Kann man sehr schön sehen. Es gab immer wieder in den vergangenen rund 16 Jahren so ein Ratio-Verhältnis, ab dem man davon ausgehen konnte, dass Silber, und das ist hier der Fall, zumindest mittelfristig wieder zu einer Outperformance neigen sollte. Und das war gegeben, wenn man mehr als 70 bis ungefähr 85 Unzen Silber für eine Feinunze Gold aufwenden musste. Wir sehen das hier, das ist zum Beispiel so ein Zeitraum gewesen im Juni 2003. Da war also Silber relativ günstig bewertet im Vergleich zum Gold oder eben Gold teuer im Vergleich zu Silber. Das gleiche hatten wir auch nochmal hier 2008 gesehen, als natürlich relativ viel Geld oder ja, überhaupt erstmal einen sicheren Hafen gesucht hat und aufgrund der Industriekomponente, die man natürlich im Silberpreis noch mit drin hat, kam es hier natürlich dazu, dass der Silberpreis stärker unter Druck kam in 2008 und deshalb stieg dann auch das Ratioverhältnis Gold zu Silber entsprechend kräftig an, aber Sie sehen es auch hier. Das Hoch aus dem Jahr 2003 wurde nur ganz kurz übertroffen und genau das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Anfang 2016, also hier so ein Ratioverhältnis von knapp 84, 85, weist doch häufig oder weist auch relativ zuverlässig darauf hin, dass wir zumindest mal mittelfristig unter den beiden Edelmetallen eher eine Stärke bei Silber gegenüber dem Goldpreis sehen sollten. Also wenn man sich jetzt unschlüssig ist, sollte man eher Silber kaufen oder Gold und nur hier diese Ratio-Betrachtung macht, dann bietet es sich doch für mittelfristigen Anleger durchaus an, bei Silber überzugewichten, weil hier einfach, wie gesagt, davon auszugehen ist, dass wir zumindest mal mittelfristig so eine Outperformance bei Silber sehen sollten. Das war jetzt mal so ein bisschen eine Querverlinkung gewesen. Goldpreis im Vergleich zum Ölmarkt, im Vergleich zum Aktienmarkt, im Vergleich eben auch zum Edelmetallen selbst und hier zu Silber. Man kann natürlich, und das ist das, was man was jeder eigentlich machen sollte, sich den Goldpreis auch direkt anschauen. Ganz klar, wie sind denn hier die Aussichten? Bin ich überraschend durch die starke Performance zu Jahresbeginn haben wir hier auch eine sehr kräftige dynamische Aufwärtsbewegung gesehen. Und das trifft natürlich jetzt nicht nur auf Gold selbst zu, sondern natürlich auch die Goldminenaktien mit dabei. Wie ist das zu erklären, dass es hier zu so dynamischen Anstiegen kommen konnte? Naja, gerade beim Gold waren sich eigentlich alle sicher gewesen und ich muss mich auch, das muss ich ganz offen zugeben, mit dazu zählen, dass wir hier die Marke von 1000 Dollar je Feinunze im Jahresverlauf 2016 wohl sehr wahrscheinlich unterschreiten werden. Ganz einfach schon allein aufgrund der Annahme, dass vielleicht die Z doch, die FED die Zinsen zwei oder dreimal erhöhen würde und damit eben dann auch die Realzinsen wieder deutlicher steigen. Das Szenario muss man ganz klar zu den Akten legen und das hat natürlich hier zu einem massiven Umdenken geführt. Viele sind davon ausgegangen, naja, Gold sowieso schon seit Jahren im Abwärtstrend, ist eine sichere Wette, dass wir hier auf 1000 Dollar fallen.
Wenn diese Wette nicht aufgeht und wenn sich alle natürlich in eine bestimmte Richtung positionieren und die dann falsch liegen, dann kommt es hier natürlich zu so einer entsprechenden Squeeze-Bewegung. Das haben wir hier in den ersten beiden Monaten gesehen. Dazu noch die Turbulenzen an den Aktienmärkten. Deshalb hier dieser sehr kräftige Anstieg. Der führt natürlich dazu, wenn man sich die Markttechnik mal ein bisschen genauer betrachtet, und hier verwende ich ja gerne den Abstand eines Basiswertes zu seinem gleitenden Durchschnitt, also hier zum Beispiel Abstand vom Goldpreis zu seiner 200-Tage-Linie, um einfach so ein bisschen auch zu sehen, wie weit sind wir hier überhitzt. Das ist natürlich wenig überraschend, während die 200-Tage-Linie ja ein behäbiges Trend, ein nachfolgendes Instrument ist, erst jetzt kürzlich auf die jüngste Aufwärtsbewegung reagiert hat, kam es hier natürlich zu einem weiten Abstand. Also der Goldpreis handelte rund 9 bis 13% über der 200-Tage-Linie und Sie sehen es, solche Verhältnisse, also so einen kräftigen Abstand, den haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Das war hier zu sehr, sehr goldigen Zeiten noch der Fall und zwar Ende 2011, da während dieser Aufwärtsphase, die wir hier beim Goldpreis gesehen haben und die 200-Tage-Linie hier wieder deutlich steigend verlief, war es durchaus häufig vorgekommen, dass also Gold um mehr als 10 bis ungefähr 13% in Ausnahmefällen, seltenen Ausnahmefällen sogar um bis zu 24% über seiner 200-Tage-Linie handelte. So, und diese Übertreibung, die wir hier gesehen haben, die ist natürlich im Augenblick auch noch gegeben. Sie muss erstmal so langsam verdaut werden, abgearbeitet werden. Deshalb kam es eben hier auch nicht zu so einem dynamischen Anstieg weiter nach oben, sondern der Goldpreis konsolidierte erstmal oberhalb von 1200 bis 1300 Dollar seitwärts. Ganz allmählich steigt aber auch hier die 200-Tage-Linie wieder an. Und es könnte durchaus der Fall sein, dass diese steigende Tendenz sich auch als nachhaltig herausstellen könnte. Und falls es dazu kommen sollte, dass also die 200-Tage-Linie jetzt durchaus also weiter steigt und auch der Goldpreis weiter zulegt, dann können Sie sich schon mal so ganz grob notieren, dass also so ein Abstand Goldpreis zu seiner 200-Tage-Linie von rund 13%, 10 bis 13% durchaus normal ist, dass man da nicht unbedingt einsteigt natürlich, wenn wir jetzt hier so eine Differenz haben von 13%, aber so ein Rücklauf zum Beispiel an die 200-Tage-Linie, sehen wir das hier im Juli 2010 oder eben auch Februar 2010, durchaus immer wieder mal eine ganz gute Einstiegsgelegenheit gewesen ist. Also die 200-Tage-Linie spielt grundsätzlich beim Goldpreis doch eine größere Rolle, wie immer nicht punktgenau zu beachten, sondern so als eine mögliche Zone, aber Sie sehen es hier sehr schön, im Jahr 2015 sind wir doch häufig mal ganz exakt am langfristigen Durchschnitt abgeprallt. Das heißt also, während dieser Abwärtsphase war die 200-Tage-Linie ein ganz guter Widerstand gewesen und im Augenblick haben wir doch ganz gute Chancen, ich hatte ja das Umfeld beschrieben für Gold, dass wir hier auch eine neue Aufwärtsbewegung sehen beim Goldpreis. Der Abwärtstrend ist ja schon gebrochen, die 200-Tage-Linie verläuft wieder steigend. Das heißt also, hier könnte sich durchaus ein neuer nachhaltiger Aufwärtstrend etablieren, wenn diese kurzfristige Überhitzung abgebaut ist. Ja, und dann kann es, wie gesagt, durchaus solche Differenzen mal geben von 10 bis 13% zur 200-Tage-Linie. Jeder Rücklauf an die 200-Tage-Linie in einem Aufwärtstrend bietet sich dann zum Positionsaufbau an. Ziele, die man beim Goldpreis mit berücksichtigen sollte, damit Widerstände auf der Oberseite liegen bei rund 1330 bis 1350 Dollar je Feinunze. Das ist hier abgeleitet aus dem Hochpunkt von 2014. Die sind schon relativ alt und daher nicht mehr so eine hohe Relevanz. Das Gleiche gilt natürlich auch hier für die eingezeichneten Barrieren aus dem Jahr 2013 bei rund 1430 Dollar und natürlich hier diese ganz alte wichtige Unterstützung bei 1530 Dollar. Das heißt also, von der technischen Perspektive gesehen, haben wir hier durchaus die Chance im Augenblick, dass sich eine nachhaltige Aufwärtsbewegung etabliert. Ganz wichtig dafür, dass wir natürlich nicht mehr hier unter die 200-Tage-Linie deutlich zurückfallen. Im Idealfall korrigiert die Feinunze Gold auch nicht mehr unter 1200, 1190 Dollar. Also dieses Ausbruchsniveau, was ich hier mit diesem blauen Balken eingezeichnet habe, das ist doch ganz elementar, das sollte nicht mehr unterschritten werden.
Schlimmsten Fall, wie gesagt, ein Rücksetzer an die 200 Tage. Das wäre so das Worst-Case-Szenario, was beim Goldpreis noch erlaubt ist, ohne dass man jetzt zum Beispiel ja, die positiven Impuls, den wir hier inzwischen sehen, dann hinterfragen müsste. So, wenn das natürlich hier beim Goldpreis sich die Perspektiven wieder verbessern, dann bedeutet das natürlich auch, dass sich gerade für die Minenunternehmen auch die Aussichten wesentlich aufhellen. Und warum das der Fall ist, und damit kommen wir zu dem von mir eben angesprochenen Punkt, schon eingebauter Hebel. Was bedeutet das eigentlich bei den Minenunternehmen? Die habe ich hier mal aufgeschrieben. Einflussfaktoren auf den Minenunternehmen und Minenaktien. Ganz klar, und der größte Einflussfaktor ist natürlich der Goldpreis selbst. Warum das der Fall ist, das sehen Sie hier unten in einem Beispiel. Denn Minenaktien weisen einen sogenannten eingebauten Hebel auf, reagieren also kräftiger auf Kursveränderungen beim Edelmetall. Warum ist das so? Naja, das ist einfach, wenn Sie sich die Kostenstruktur und somit die Gewinnstruktur eines Minenunternehmens mal anschauen. Angenommen, der Goldpreis steht bei 1300 Dollar je Unze und das Minenunternehmen buddelt, sage ich mal, für rund 900 Dollar je Feinunze Gold aus dem Boden. Dann haben Sie jetzt mal ganz grob gerechnet, ungefähr einen Gewinn von 400 Dollar. Wenn man jetzt einfach mal annimmt, dass der Goldpreis um 10% steigt, dann würde Gold bei 1430 Dollar notieren. Die Kosten des Minenunternehmens lassen wir einfach mal, um es einfach zu halten, bei 900 Dollar, also konstant, führt dazu, dass der Gewinn auf 530 Dollar steigt. Und das ist ein Plus von 33%. Wie gesagt, bei einem Anstieg des Goldpreises nur von 10%. Also sehen Sie hier sehr schön den Hebel. Und das bedeutet natürlich, dass so ein Preisanstieg beim Gold, bei der Feinunze Gold, natürlich gerade die Minenunternehmen hier sehr stark in die Hände spielt und deshalb eben auch die Kursreaktion wesentlich kräftiger ausfällt. Natürlich, dieses Beispiel hier wirkt auch in die Gegenrichtung. Das heißt also, wenn Gold um 10% korrigiert, dann verlieren natürlich auch die Minenunternehmen überdurchschnittlich stark, leiden natürlich darunter. Und deshalb korrigieren Minenaktien auch wesentlich stärker, wenn der Goldpreis mal zur Schwäche neigen sollte. Das also immer beachten, wenn man jetzt in Minenunternehmen einsteigt, dass man hier also schon mit so einem kleinen, ich nenne es mal Turbo, mit dabei ist. Und deshalb sollte man eben auch nicht zu spekulativ auf Minenaktien selbst setzen, weil ansonsten haben Sie hier einen Hebel mal einen Hebel und das wird dann schon mal sehr schnell doch ein bisschen ungemütlich unter Umständen. Den Goldpreis habe ich gerade erläutert. Politische Probleme natürlich in den Förderländern auch mal mit berücksichtigen. Viele Minen liegen ja zum Beispiel in südamerikanischen Ländern, in den Ländern von Afrika, wo große Minen sind. Da es natürlich unter Umständen keine politisch stabilen Situationen vorhanden. Managementfehler gibt es natürlich in jedem Unternehmen, aber natürlich auch bei Minenunternehmen. Gerade hier haben sie natürlich den Punkt, dass sie hohe Ausgaben haben bei der Erschließung von neuen Minen, das heißt also viel Geld in die Hand nehmen müssen, technische Risiken, Währungsschwankungen, die runden das Ganze ab. Gut, damit gehen wir mal in einzelne Minenunternehmen rein, die ich Ihnen mitgebracht habe. Natürlich darf da das größte Minenunternehmen der Welt nicht fehlen, das ist die Barrick Gold. Und hier zeigt sich sehr schön, was ich eben schon besprochen habe. Eine Barrick Gold Aktie seit Ende Oktober um rund 200% gestiegen. Das ist einmal eine ganz klare Ansage, wenn Sie das vergleichen mit dem Goldanstieg, den wir gesehen haben in den vergangenen Monaten. Also hier zum Beispiel mal gerechnet über 6 Monate legte der Goldpreis um 17% zu. Wie gesagt, die Barrick Aktie mal eben um 200%. Sollte man das Unternehmen noch kaufen? Kurz zum Hintergrund. Barrick im Jahr 2015 rund 6 Millionen Unzen aus dem Boden geholt. Hier liegen die Herstellungskosten bei rund 830 Dollar pro Unze im Jahr 2015. Man versucht für 2016 die Produktion auf rund 5 bis 5,5 Millionen Unzen zu halten bei Kosten von rund 775 bis 825 Dollar. Die uns, die sollen sogar noch weiter fallen, die Kosten, und zwar 2019 auf rund 700 Dollar. Das heißt also, hier wird diese Differenz immer größer. Man versucht immer profitabler natürlich zu arbeiten. Hintergrund ist natürlich auch, Barrick Gold war sehr stark verschuldet gewesen. Auch hier versucht man eben durch Verkäufe das entsprechend abzubauen.
Und deshalb reagiert auch hier die Barrick-Aktie entsprechend stark. Der Abwärtstrend, der langfristige Abwärtstrend seit 2012, der wurde gebrochen, ist allerdings nicht wirklich aussagekräftig jetzt aus charttechnischer Perspektive, weil hier einfach dieser massive Absturz zwischen gewesen ist. Das heißt, also diese Trendlinie wurde sehr lange schon nicht mehr angelaufen. Und deshalb kam es hier auch nicht zu einer Pause, als der Kurs da rangelaufen ist. Was dann schon ein bisschen entscheidender gewesen ist, jetzt kann ich diese Trendlinie gar nicht löschen, nehmen wir sie mal raus. So, was entscheidender gewesen ist, das waren hier die Hochpunkte von Sommer 2014 im Bereich 19 bis 20 Dollar. Ich glaube, das hatte ich auch vor zwei, drei Webinaren so als maximales Ziel auf der Oberseite ausgegeben, 19 Dollar. Genau das haben wir angelaufen, dieses Kursniveau auf der Unterseite unterstützt bei 15 Dollar. Das ist so die Range, die ich im Augenblick erwarte. Das ist natürlich klar, sollte Gold weiter ausbrechen, über 1340, 1400 Dollar je Feinunze, dann kommt natürlich auch hier diese Widerstände, könnten sehr schnell rausgenommen werden bei 2130, 2170. Wenn man sich hier mit einzelnen Minenaktien beschäftigt, natürlich immer darauf achten, nicht nur die charttechnischen Widerstände, Unterstützungen in den Chartverlauf selbst des Minenunternehmens beachten, sondern vor allen Dingen schwerpunktmäßig, und das hatte ich ja gerade eben gesagt, der Goldpreis selbst, das ist der Hebel, das ist der entscheidende Faktor, ob es jetzt mit dem Unternehmen, mit der Aktie weiter aufwärts geht oder abwärts geht, eben aufgrund dieser eingebauten Hebelstruktur. Und dann können eben auch solche Widerstände, die hier durchaus einer robusten Natur sind, auch relativ schnell rausgenommen werden. Aber wenn man jetzt hier nur auf den Chart schaut, also Barrick ganz gut, unterstützt auf der Unterseite bei 13 Dollar, auf der Oberseite, wie gesagt, Widerstände bei 19 Dollar und ungefähr 21,30 Dollar. Da kommt gerade eine Frage rein, um das Ganze so ein bisschen abzufedern, abzurunden, gibt es interessante Minen-ETFs? Also wenn, ich kann jetzt, habe jetzt keine WKN vorbereitet, aber wenn man sich einfach mal mit den großen Minen oder Minenindizes berücksichtigt, Goldminenindizes, das ist hier ganz klar zu nennen der NYSE Arca Gold Bucks Index, das heißt also ein Sammelindex der Minenunternehmen, die sich nicht gegen Schwankungen an den Terminmärkten absichern. Ich sagte dieses Bugs, also unhedged Unternehmen sind das, und Sie sehen auch hier, auch die haben natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten entsprechend stark reagiert, haben sich mal eben hier verdoppelt von 100 auf 200 Dollar der Index, entsprechend natürlich dann auch der ETF zugelegt. Das wäre so eine Möglichkeit, um etwas breiter, diversifizierter auf Minenunternehmen, einzelne Minengesellschaften anzulegen. Eine gute Frage kommt gerade rein, sollte man auf die gehedgten oder die ungehedgten Unternehmen oder Minenunternehmen bzw. Indizes draufgehen? Das ist natürlich so eine Frage, was erwarte ich eben auch? Ja? Wie groß sind die Schwankungen, die man zum Beispiel erwartet bei den Edelmetallen selbst? Ich gucke mal gerade, ich habe beide Indizes auch vorbereitet. Ich muss mal eben gucken, ob ich hier, wo ich den Chart gerade habe. Und dann sieht man eben auch mal den Unterschied zwischen beiden Möglichkeiten, die man hat, eben die gehedgten oder die ungehedgten Minengesellschaften. Die Charts sind jetzt hier nur gerade nicht aktuell, aber nichtsdestotrotz, also Sie sehen hier in der Mitte in Rot und Gold den Goldpreis dargestellt. Hier oben, das ist der NYSE Arca Gold Bucks Index, also der ungehedgten Minengesellschaften, und hier unten dargestellt der Philadelphia Gold and Silver Sektor Index. Und, warte, muss man gucken, ob das wirklich der richtige Bucks versus Gold. Hätte eigentlich noch einen etwas klareren Chart mal vorbereitet, denn hier sind ja jetzt auch die Silberunternehmen mit drin. Ansonsten müsste ich das in dem nächsten Webinar noch mal ein bisschen kurz drauf eingehen, damit ich eben wirklich auch die gehedgten und die ungehedgten habe. Aber was wir hier mal eben noch machen können, ist natürlich die Frage nachgehen, sollte man zum Beispiel in die ungehedgten Minenunternehmen reingehen. 120% zugelegt. Jetzt muss ich hier den richtigen treffen. Moment, mal eben konzentrieren. Das ist der Hui. So, 120% und hier unten die Gold- und Silberunternehmen.
33. Das ist der Goldpreis. So, und dann auch hier die Silberunternehmen und die Goldunternehmen. 116%. Also Sie sehen es, wenn man das einfach mal vergleicht, die ungehedgten Unternehmen und dann auch die Silberunternehmen aus dem Philadelphia Gold und Silver Index, dann legten die etwas weniger kräftig zu. Naja, hier war natürlich auch die Überraschungskomponente größer. Wenn ich mich nicht dagegen abgesichert habe, dann habe ich natürlich auch weniger Kosten bei der Absicherung selbst. Das heißt also, ich habe weniger Versicherungskosten natürlich beim Unternehmen, wenn ich nicht gehedged bin dagegen, und dadurch letztlich auch höheren Gewinn. Deswegen entwickeln sich gerade in solchen überraschend positiven Szenarien, würde ich jetzt mal sagen, die ungehedgten und lean Gesellschaften etwas besser. Das zeigt zumindest mal hier die jüngste Performance-Auswertung, wenn man mal ausgehend von den Jahrestiefs 2016 das auswertet. Also 120% gegenüber rund 115%. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ist zumindest schon mal ein bisschen etwas. So, das war jetzt einmal Barrick Gold gewesen. Dann haben wir hier natürlich noch andere Unternehmen, also eine Gold Corp zum Beispiel. Auch die ein bisschen kleiner als zum Beispiel jetzt eine Barrick Gold. 3,5 Millionen Unzen haben die 2015 rausgeholt. Kosten rund $850 pro Unze. Auch hier will man natürlich weiter an der Kostenschraube drehen. Sie sehen es ebenfalls, langfristiger Abwärtstrend gebrochen. Widerstände zuletzt exakt angelaufen bei $20 auf der einen Seite, gut unterstützt auf der anderen Seite bei $15,60. Auch hier, ähnlich wie bei Barrick Gold, ist jetzt nicht unbedingt der Zwang gegeben, dass man einsteigt. Wir haben hier eine kleine Unterstützung an der 21-Tage-Linie. Das heißt also, Gold Corp wurde in den vergangenen 3 Monaten häufig im Bereich des Monatsdurchschnitts gekauft. Das kann man jetzt aus Trading-Sicht durchaus mal spielen, dass man sagt, naja, ich kaufe mich hier ein in die Entwicklung, ich gehe davon aus, dass der Goldpreis weiter steigt und damit eben dann auch hier wieder das Widerstandsniveau bei $20 angelaufen wird. Dann wäre das eine ganz interessante Wette, das kann man auch dann relativ eng die Position zum Beispiel absichern und dann auch darauf setzen, dass wir hier einen Rücklauf bis mindestens mal $20 sehen. Oder eben, wenn jetzt der Goldpreis auch weiter ausbrechen sollte, dann haben wir hier auch sehr schnell in der Aktie natürlich Kurse oberhalb von $20. Das heißt also, hier wieder die Regionen von Anfang 2015 könnten dann sehr schnell auf die Agenda kommen. So, bei Silber ist die Geschichte natürlich ähnlich. Ich hatte es ja gesagt, Silber im Vergleich zu Gold derzeit eher günstig zu sehen. Aber auch natürlich bei Silber selbst muss man sagen, auch hier sind weiterhin noch wichtige Widerstände und die sind im Gegensatz eben zu Gold auch nicht mal so lange zurückliegen, die, sondern Sie sehen es hier im Jahr 2014, dieser massive Widerstand, der verläuft bei $18,30 bis ungefähr $19. Das heißt also, hier ist eine massive Hürde auf der Oberseite, die Silber erst einmal rausnehmen müsste. Ähnlich die Situation, aber auch hier die 200-Tage-Linie, sehr lange verlief die fallend. Jetzt haben wir hier ganz frisch so eine leicht steigende Tendenz wieder. Das heißt also, dieser langfristige Durchschnittssignalgeber zieht allmählich wieder an. Natürlich hat sich der Silberpreis sehr weit von der 200-Tage-Linie entfernt. Ist also damit auch wieder überhitzt gewesen. Hier hat sich durchaus auch mal ein bisschen Korrekturpotenzial aufgebaut. Silber derzeit unterstützt bei rund $16,10, $16,20. Auf der Oberseite, wie gesagt, die Barrieren bei $18,50 bis $19. Alles, was dazwischen passiert, ist einfach nur so ein bisschen Konsolidierungsbewegung, die man nicht unbedingt handeln muss. Man kann hier einen Rücklauf zum Beispiel im Bereich $16 zum Long-Einstieg durchaus nutzen und dann hier eben auf eine weitere Erholung setzen. Silber natürlich, wenn man sich einfach mal die Perspektiven für 2016 anschaut, wir haben hier Rückgang bei der weltweiten Minenproduktion, geschätzt ungefähr 5%. Wir haben eine hohe Schmucknachfrage, wir haben eine hohe Nachfrage aus der Industrie selbst. Das sollte den Preis zumindest mal weiterhin stützen. Wichtig ist einfach, das kann man sich so notieren, Silber sollte nicht mehr unter $16 zurückfallen. Wenn das der Fall ist, dann ist zumindest mal diese Ausbruchsbewegung hier vorbei und dann sollte man auch neue Engagements erst einmal zurückstellen. Zumindest mal hier die 200-Tage-Linie auch mit berücksichtigen, also das war der letzte Rettungsanker im Augenblick bei $15.
Newmont Mining ist da zum Beispiel mal so ein Unternehmen, wenn man das Ganze jetzt über die Aktienseite spielen möchte. Natürlich ein sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen. Schwerpunktmäßig natürlich im Goldbereich noch. Die hatte ich jetzt noch abschließend, wollte ich dann auch darauf eingehen. Auch hier sehen wir es, Newmont Mining an einem Widerstand angekommen, 34 bis 35 Dollar je Aktie. Auch hier das gleiche Chartbild eigentlich wie bei den vorherigen Werten, die ich Ihnen gezeigt habe, also bei der Barrick Gold, bei der Gold Corp, sind wir jetzt hier hochgelaufen, korrigieren im Augenblick an die 21-Tage-Linie, was sich durchaus hier als Unterstützung herauskristallisieren kann, aber was dann jetzt immer noch kein richtig interessantes Einstiegssignal ist. Ja, also hier so ein Rücklauf an, das, an den ehemaligen Widerstand, der jetzt eine Unterstützung ist bei 27, 28 Dollar, wäre zum Beispiel mal eine interessante Option, oder man kauft sich eben ein, wenn die Aktie ein neues Hoch ausbildet, also hier über 35,40 Dollar ausbrechen sollte. Dafür müssen natürlich dann, das habe ich gesagt, auch die entsprechenden Edelmetalle auch mitspielen. Was man auch, und das ist eine Alternative, spielen könnte, wenn man jetzt am Silberbereich interessiert ist, zum Beispiel hier Silberuiten. Das ist eine sogenannte Royalty-Gesellschaft. Das ist eine Royalty-Gesellschaft. Damit habe ich etwas weniger Risiko. Royalty-Gesellschaften sammeln Produktionsbeteiligung an Rohstoffprojekten ein. Das heißt also, die betreiben nicht selbst die Exploration und damit eben sind sie auch nicht operativ in Minenbetrieb beteiligt, sondern sie sind eigentlich letztlich nur ja, als Finanzierungsvehikel mit dabei. Sollten dann die Rohstoffpreise steigen und die Minen eben entsprechend dann auch laufen, dann profitieren natürlich die Gesellschaften davon. Man hat aber jetzt selbst, oder die Unternehmen selbst haben jetzt nicht das Risiko bei der Exploration selbst, das heißt also beim operativen Betrieb. Das größte Risiko ist eigentlich, wenn ich jetzt hier an so einer Royalty-Gesellschaft beteiligt bin und für das Unternehmen dann auch, dass ein Projekt und dann an dem Anteil, der erworben wurde, nicht in Produktion geht. Das wäre das größte Risiko dieser Unternehmen selbst. Aber eben, das ist deutlich geringer als jetzt zum Beispiel, wenn ich in ein Minenunternehmen direkt reingehe. Denn da habe ich ja, wie ich aufgeführt habe, sondern auch verschiedene andere Risikofaktoren, die es mit zu berücksichtigen gilt. Hier habe ich bei solchen Unternehmen wie zum Beispiel Silver Wheaton, also so einem Royalty, Gesellschaften etwas weniger Risiko ausgesetzt. Natürlich ist dann hier auch der Anstieg mitunter nicht immer ganz so stark, aber diese Aktie hat doch für einige Schlagzeilen gesorgt. Auch hier sehen Sie wieder die gleiche Ausgangslage wie bei den Edelmetallen selbst. Steigende 200-Tage-Linie, allmählich zumindest. Hier bildet sich doch zumindest mal so eine steigende Tendenz ab. Langfristiger Abwärtstrend, wenn man ihn einzeichnen möchte, ist gebrochen. Wir haben das erste Hoch zuletzt und somit einen wichtigen Widerstand angelaufen, sind von dem abgeprallt bei 21 Dollar, sind jetzt hier wieder angelaufen an die 21-Tage-Linie, leicht unterschritten. Sollte es jetzt hier zu einem Rücklauf kommen im Bereich 15 Dollar, 15,50 Dollar, da wäre die Aktie zum Beispiel interessant. Ansonsten, Sie haben es schon gerade eben gehört, ein Ausbruch hier über das jüngste Hoch wäre da zum Beispiel zur Positionsaufstockung dann ganz interessant. Also die grundsätzliche Vorgehensweise, das kann man jetzt so abschließend mal zusammenfassend sagen, ist eigentlich bei allen Minenunternehmen im Augenblick relativ ähnlich. Wir haben die 21-Tage-Linie, die im Augenblick angelaufen wird, die eine Unterstützung darstellt. Viele sind aber gefangen zwischen einer guten Unterstützung auf der Unterseite, die durchaus nochmal angelaufen werden könnte, weil eben die Edelmetalle selbst auch etwas überhitzt sind. Aber davon ausgehen sollte es dann doch, das zeigen im Augenblick zumindest mal das Umfeld für Gold und Silber, zu einer nachhaltigeren Aufwärtsbewegung kommen. Das heißt also, hier kann man eine erste Position sich einkaufen an der ersten Unterstützung und dann ausbauen, sobald das jüngste Hoch rausgenommen wird. Das wäre so eine Strategie derzeit für die Minenunternehmen. Ansonsten ja auch die Möglichkeit eben gegeben über breit anlegende ETFs, die also in verschiedene Minenunternehmen investieren, die natürlich hier auch dann prozentual gewichtet sind, wie zum Beispiel beim DAX eben auch Schwergewichte aufweisen. Aber hier federt man natürlich dann das Risiko doch relativ deutlich ab, weil man eben nicht nur auf ein Unternehmen setzt, sondern natürlich dann auf viele. Und
damit eben dann auch mögliche Rückschläge, das heißt also, wenn eine Mühle nicht ganz so erfolgreich ist, wenn eine Genehmigung nicht erteilt werden sollte, wenn irgendwelche Erdbeben sind, das sind ja alles so Risiken bei Minenunternehmen, die sollte man dann, oder die sind dann nicht ganz so gravierend. Das soll mal der kurze Ausflug gewesen sein im Bereich der Minenaktien, der Minenunternehmen, der Edelmetallmärkte selbst. Kurzfristig, wie gesagt, leicht überhitzt, aber dann eine Stabilisierung möglich und ein nachhaltiger Aufwärtsimpuls erwarte ich. Und das dürfte dann insbesondere mittel- und langfristig die Minenaktien antreiben. Auch hier natürlich kurzfristig Korrekturpotenzial. Sollte es dazu kommen, dann durchaus mal die Chance wahren und hier entsprechend einsteigen. So, damit kommen wir, wie versprochen, zum Ende des Webinars, zur Umfrage. Und zwar natürlich, Sie kennen es schon, wo steht der DAX in der nächsten Woche? Da läuft es auch schon, sehr schön. Also bitte mal abstimmen. Nachdem wir ja in den vergangenen zwei Webinaren hier eine ziemlich, ich sag's mal, unklare Meinungslage hatten, das heißt also 2 mal 50%, hoffe ich jetzt ganz schwer, dass Sie mich nicht nochmal enttäuschen und es hier nicht wieder zu einer Quote von 50% kommt, sondern dass wir mal diese Range verlassen, ich sag mal, diesen Graubereich zwischen 40 bis 60%. Also alles, was da außerhalb ist, das wäre dann schon mal ein bisschen klarer. Wie sehen Sie den DAX am nächsten Dienstag? Ist er über 10.045 oder ist der Index unter 10.045 Punkten? So, 80% haben abgestimmt. Ich sage mal, in 2 Sekunden schließe ich die Umfrage. Jawohl. So, hier ist das Ergebnis der vergangenen Wochen abgebildet. 17.05. das nächste Webinar. Ich gucke auch gerade mal rein, was wir da für ein Thema haben. Ja, da haben wir die deutschen Aktien, also MDAX, TecDAX, Small Caps. Fokus ganz klar deutsche Nebenwerte. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Freue ich mich jetzt schon drauf. Da kann man nämlich auch eine ganze Menge rausholen von der fundamentalen Seite, von der technischen Seite. Jetzt aber mal zur Umfrage. 54% von Ihnen gehen davon aus, dass der DAX höher stehen wird. 46% erwarten einen fallenden DAX. Ja, kann man sich mehr oder weniger mit anfreunden. Ich wäre hier noch ein bisschen vorsichtiger. Ich hole hier einfach kurz den Chart vom DAX mal rein. Sie sehen es, der Index selbst vor einer ganz wichtigen Hürde bei 10.120 Punkten. Oben drüber haben wir noch die 200-Tage-Linie. Also da warten einige Widerstände, die noch rausgenommen werden müssen. Werden wir aber auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen in den nächsten Webinaren. Wir haben ja hier bei Feingold Research ein breites Webinarprogramm für Sie im Angebot und hier sehen Sie, ich gebe Ihnen mal kurz den Link noch rein, damit Sie auch alle Webinare von uns auf der Agenda haben. Können Sie sich auch noch an den Webinaren teilnehmen, die morgen stattfinden. Da haben wir vor allem die Dividendenwerte mit dabei und dann auch noch am 12. Mai. Da bin ich dann auch wieder mit dabei bei Opernturm Live. Also einige interessante Veranstaltungen noch, wo wir natürlich dann ein bisschen genauer noch auf die deutschen Werte eingehen werden, wo wir die Dividendenwerte besprechen, Sie sehen es hier in der Übersicht, und natürlich auf den DAX zu sprechen kommen, denn der ist ja hier jetzt doch an einen wirklich interessanten, wichtigen Widerstand rangelaufen. 21-Tage-Linie, horizontaler Widerstand, 200-Tage-Linie, all das knubbelt sich hier im Bereich 10.100, 10.120, 10.200 Punkte. Das muss erstmal rausgenommen werden, das ist eine Menge Arbeit. Sollte das passieren, wäre es natürlich sehr positiv, aber immer darauf achten, die 200-Tage-Linie nicht punktgenau beachten, sondern eben so einen Prognosekorridor oder so einen Graubereich mit einkalkulieren. Wir sagen, es ist selbst so bei Indexradar, dass er mindestens um 3% oberhalb der 200-Tage-Linie schließen sollte, der DAX, und wenn man dann davon ausgehen könnte oder soll, dass er auch nachhaltig diesen gleitenden Durchschnitt überwunden hat. So 3%, das ist eine ganz grobe und ganz gute, gut bewährte Richtlinie, so eine Marke, die man da mal mit beachten kann. So. Das soll es mal gewesen sein für die heutige Runde. Nächste Woche, wie gesagt, die deutschen Mid-Caps und die Small-Caps im Fokus, also alle deutschen Aktien wieder mit dabei. Klarer Fokus darauf. Wie geht es weiter? Nordex, Nemetschek, Wirecard.
Da sind ein paar interessante Charts im Augenblick zu sehen und natürlich auch das entsprechende fundamentale Umfeld, also ein Rundumschlag in der nächsten Woche. Das soll es für heute gewesen sein. Crop Energies kommt hier gerade die Frage. Ich meine, meinetwegen kann ich auch Crop Energies schon mal mit aufschreiben für die nächste Woche. Dann sind die auch mit eingebucht schon mal. Ansonsten, was noch fehlt, natürlich die Orientierungsmarken, aktualisiert gerade eben noch von mir. Sollten soweit schon mal alle passen. Da haben Sie dann nochmal die wichtigen Unterstützungen und Widerstände mit drin. Weiterhin natürlich ganz klar auf Euro, US-Dollar achten. Heute, wie gesagt, mal ein kurzer Spike gesehen über die 1,14. Ist jetzt ein bisschen ruhig geworden, aber vielleicht auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Hier auch die 200-Tage-Linie entsprechend steigend. Mittelfristig weiterhin entscheidend hier der Widerstand bei 1,15, 1,17. Sollte der rausgenommen werden, dann wäre ich für den DAX sehr, sehr vorsichtig und dann werden wir wohl auch keine Rückeroberung der 200-Tage-Linie sehen, ganz gleich, was dann in den USA passiert. Die relative Schwäche des DAX gegenüber den amerikanischen Indizes wird meiner Meinung nach noch weiter anhalten. Genau, das soll es gewesen sein. Südzucker kommt schon mit rein, super. Also wenn Sie noch ein paar Vorschläge haben für die nächste Woche, wenn Sie Einzelaktien besprochen haben möchten, dann einfach mal hier mir zukommen lassen, entweder per E-Mail, ich kann auch mal kurz meine E-Mail-Adresse aufschreiben, oder einfach in die Chatbox reinstellen, dann kann ich nämlich die Werte schon mal etwas vorbereiten und dann können wir die auch in Ruhe besprechen, einfach eine formlose E-Mail, auch kein Problem. Ansonsten bis zur nächsten Woche, wünsche Ihnen alles Gute bis dahin, behalten Sie die Märkte im Blick und die Stoppkurse vor allen Dingen, wenn Sie in Minenaktien reingehen, Vorsicht! Ne, eingebauter Hebel, Sie wissen jetzt, was das bedeutet, dass man da also doch nicht zu spekulativ unterwegs sein sollte, wäre ich im Augenblick sowieso etwas vorsichtig. Unterstützung abwarten oder den Ausbruch abwarten, das zeigen eigentlich alle Minenaktien, gleiche Ausgangslage im Augenblick. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Woche wieder mit Fokus, wie gesagt, MDAX, TecDAX und SDAX. Bis dahin, tschüss und eine gute Woche.